Willkommen zu dieser Folge Frag Marc, wo ich wieder eure Fragen, zwar diesmal von TikTok, beantworte. Es geht um Motocross-Helm, es geht natürlich auch um 125er, es geht um so viele verschiedene Sachen. Wir gehen rein, viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress TV zu einer neuen Folge Frag Marc begrüßen. Und zwar erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Wie immer, alle Fragen markiere ich euch auch unten und auch ebenfalls wie bei jeder Folge Frag Marc. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram und auf TikTok folgt, dann macht das unbedingt mal. Dann könnt ihr auch Fragen stellen, die ich dann in so einem Video beantworten werde. Erste Frage kommt von Marco 0732. Meinung zu KTM Duke. Ich finde das Motorrad sehr gut und zwar auch über die Generationen hinweg. Die älteren Motorräder sind halt dementsprechend preisgünstiger und sind für Leute sehr gut, die nicht so ein hohes Budget haben, währenddessen ja die neueren Modelle natürlich auch super gut aussehen und ja, sehr schick sind. Wobei man ganz klar sagen muss, dass für mich eine MT125 nochmal qualitativ ein bisschen besser ist. Definitiv, aber die Duke über alle Generationen hinweg ein gutes Motorrad. Wobei man sich natürlich gerade bei den älteren Modellen auf jeden Fall vorher informieren sollte, worauf man achten muss. Und dann kann man da sich mal ein bisschen durchsuchen. So, nächste Frage kommt von Tonix17. Kannst du einen kostengünstigen Motorrad-Crosshelm empfehlen? Klar kann ich das. Und zwar, ich finde beispielsweise den Shot Furious Raw, den ich hier habe, sehr cool. Gerade in dieser Dekor-Variante und wirklich verhältnismäßig preiswert. Verlinke ich euch natürlich unten mal. Oder auch sowas wie der Fox V1, ebenfalls für Fox-Verhältnisse relativ preiswert. Aber da will ich gar nicht zu weit drauf eingehen, denn auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist der Vorteil bei Crosshelmen. Man bekommt ziemlich coole Helme für ziemlich wenig Geld. Die nächste Frage, beziehungsweise die nächsten zwei Fragen, denn ich habe zwei zusammengefügt, kommt von Procreate-Content2. Hallo, kannst du 125er empfehlen? Und Dr. Doofenschmerz 0 fragt parallel dazu, kannst du bitte mal ein paar 125er vorstellen, wo auch größere Leute gut draufpassen? Bin 1,95, wäre lieb. Danke. Genau diese Fragen bekomme ich immer wieder und die waren auch nur stellvertretend für noch mehr Fragen zu 125ern, die ich bekommen habe. Deswegen haben wir ein komplett neues Format aufgesetzt auf TikTok und auf Instagram, deswegen folgt uns da wirklich mal rein, wo wir euch alle 125er vorstellen, die es aktuell zu kaufen gibt. Die Bekannten, die Unbekannten und die, die dazwischen sind. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, da mal reinzufolgen. Denn da gehen wir wirklich auf jedes Motorrad mal ein. Nächste Frage kommt von Semi. Wie und wie lang sollte man sein Motorrad warm fahren? Mein Händler meinte, 10 Minuten würden schon reichen. Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von welchem Motorrad, welcher Außentemperatur etc. Aber was sein Händler schon gesagt hat, 10 Minuten bzw. 10 Kilometer sind eine gute Faustformel. Und dann heißt es, man soll nur die untere Hälfte des Drehzahlbandes ausnutzen, die dein Motorrad hat. Das heißt also, es dreht bis 13.000 Touren, dann eben nur bis 6.500 drehen. Und ich wäre tendenziell sogar noch ein bisschen vorsichtiger. Es kommt halt aufs Motorrad an und zum Beispiel einen Einzylinder ist ja noch mal ein bisschen anfälliger als so ein rein Vierzylinder. Es gibt halt mehrere Faktoren, die dann Einfluss drauf haben. Aber wenn es jetzt nicht mitten im Winter ist, dann reicht die Faustformel 10 Minuten oder 10 Kilometer warm fahren und das Ganze nur in der unteren Hälfte des Drehzahlbandes, tendenziell sogar noch ein bisschen weniger. Und dann kannst du dein Motorrad sehr gut warm fahren. Achte aber auch darauf, dass du nicht komplett ballerst, machen wir natürlich sowieso nicht, aber dass du nicht zügig fährst und dann zack in die Garage alles zu, sondern gib deinem Motorrad auch die Zeit, sich dann auch wieder so ein bisschen zu akklimatisieren und runterzukühlen. Darf man auch nicht vergessen. Und dann fragt Vivi Wiss. Ich bin 1,65 und nicht die stärkste. Muss ich trainieren, um eine große Maschine zu kaufen und damit richtig gut umgehen zu können? Das war jetzt nicht richtig vorgelesen, aber ich glaube, ja, man hat es ungefähr verstanden. Und dann finde ich die Überlegung von Vivi sehr, sehr gut und sehr, sehr vorausschauend, aber glaube ich nicht notwendig. Es geht eher darum, such dir ein Motorrad, mit dem du gut zurechtkommst, mit dem du die beiden Füße auf den Boden bekommst, denn gerade beim Rangieren, ich kenne es von meiner Freundin von früher, die ist auch nur 1,60 Meter, wenn deine Beine einfach zu kurz sind, um wirklich mit beiden zumindest Fußspitzen dich auch so ein bisschen nach hinten abdrücken zu können, um aus einer Parkfläche rauszukommen, dann wird es schwierig. Es geht da weniger um den Kraftaufwand, denn ganz ehrlich, wenn so ein 200 Kilo Motorrad über einen gewissen Kipppunkt herausgekommen ist, dann hältst du das nicht mehr, auch wenn du vorher ein bisschen Sport gemacht hast, das geht da nicht. Irgendwann kippt das Teil halt um und deswegen gilt es da eher, das zu verhindern, dass es eben so weit rüberkommt. Daher ist meine Meinung, such dir ein Motorrad, mit dem du beinlängentechnisch gut zurechtkommst, aber dann ist Sport eigentlich nicht notwendig. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Die nächste Frage kommt von Jeremias Herz. Wo sollte man am besten Helme kaufen? Ich verstehe diese Frage nicht. Also bei uns natürlich. Grundsätzlich kannst du natürlich dort Helme kaufen, wo du magst, aber
ich sag mal, ich will es nicht behaupten, aber wir gehören auf jeden Fall zu denen mit den allermeisten verschiedenen Helmen. Wir haben so ziemlich die beste Auswahl. Ohne das jetzt genau nachgeprüft zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da sehr, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Geben wir uns vielleicht eine Chance, sonst ja, gibt es natürlich auch den ein oder anderen Händler noch. CH Nebuma fragt, wie grüßen sich Motorradfahrer? Immer mit der linken? So oder so? Aber auf gar keinen Fall so. So, auf cool. So gerade nur so. Macht es nicht, sondern grüßt. Kein Motorradfahrer rächt sich auf, weil ihr zu euphorisch gegrüßt habt. Nie. So, ganz egal. Aber macht nicht diesen hier. Und noch schlimmer ist eigentlich, wenn man meint, dass zum Beispiel man selber fährt eine Reise Enduro, ganz mein persönliches Beispiel, man fährt eine Reise Enduro und grüßt jetzt einen Naked Bike oder einen Sportlerfahrer nicht. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ich weiß, dass es beim Fahrradfahren eine ähnliche Thematik ist. Egal. Aber auf jeden Fall, um bei den Motorrädern zu bleiben, grüßt sie alle. Grüßt sie alle. Grüßt auch die 125er. Und grüßt lieber zu euphorisch, als den hier zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr meint und wie ihr diese Grüßthematik seht. Das Einzige, was mich persönlich halt stört, ist dieser hier. Oder gar nichts zu machen, weil man selber vielleicht eine Naked Bike fährt, der andere fährt eine Reise-Enduro und man gehört ja nicht zusammen. Aber das ist Quatsch, oder? So, jetzt aber weiter. The Wolf MC fragt, was darf man mit 16 Jahren fahren? 16 ist prädestiniert für den A1-Führerschein, also den 125er-Führerschein, mit dem man schon lange viel mehr machen kann, als eine 125er zu fahren. Denn du kannst natürlich auch all das machen, was in AM, also dem Rollerführerschein oder dem ehemaligen Rollerführerschein enthalten ist. Mitunter auch diese 45 km/h Autos, man kann gewisse Trikes fahren, super viel. Aber das Gute dabei ist, wir haben dazu ein ausführliches Video gemacht. Das verlinke ich dir hier und natürlich auch unten bei der entsprechenden Frage in der Videobeschreibung. Dann fragt Milfhunter 2 beste Helme mit Bluetooth. Was Bluetooth angeht, was integriert ist, sind wir zum einen entweder hier. Da sind wir zum einen bei den Helmen von Sena, die eben quasi vom Hersteller der bekanntesten und weitverbreitesten Bluetooth-Freisprechgeräte selbst hergestellt werden. Jetzt mal egal, ob Striker, Outrush, was auch immer. Das könnte man einmal machen. Und dann sind natürlich Helme prädestiniert, wie zum Beispiel der ganz neue AGV Tour Modular. Die haben auch eben die Vorbereitung für das integrierte Bluetooth, in diesem Fall in Kombination mit Cardo. Oder auch der Schubert C5, der dann entsprechend mit einem SC2, also wieder auf Sena-Plattform kommt. Aber, und das ist ein ganz großer Einwand, du bist nicht darauf limitiert, sondern du kannst quasi jeden Motorradhelm hier mit ausstatten, sodass du wirklich eigentlich jeden Helm auswählen kannst, der dich am besten anspricht, der für dich der ist, der deine Anforderungen am besten erfüllt, und dann klatscht du sowas dran. Der einzige Vorteil dabei ist natürlich, wenn du es integrieren kannst, es hat keine Windverwirbelung und es ist tendenziell noch ein bisschen leichter, als wenn du dir hier was dran machst und es eben optisches Ding. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir mal dieses Video an, da habe ich wirklich die besten Klapphelme und damit auch tourenorientierten Helme miteinander verglichen. Schau es dir sehr, sehr gerne an, aber wie gesagt, du bist darauf nicht limitiert, aber das sind Optionen auf jeden Fall. Matthias 30.06 fragt, wie soll man sich richtig auf die Motorradprüfung vorbereiten? Da gehe ich mal davon aus, dass es die praktische Prüfung ist. Eure Erfahrung gerne jetzt schon mal in die Kommentare, bevor ich jetzt aushole. Und für mich ist der erste Punkt natürlich erstmal ausgeschlafen sein, denn sonst kriege ich persönlich gar nichts auf die Reihe. Das ist gar nicht so einfach, weil man so aufgeregt ist vor dem nächsten Tag und dann natürlich auch mit dem Führerschein irgendwo auch so ein bisschen neues Kapitel im Leben anfängt. Deswegen verstehe ich das schon mal, aber natürlich versuchen, möglichst viel zu schlafen. Wir sprechen nicht darüber, dass ihr natürlich keine Drogen oder Alkohol oder sonst irgendwas. Das ist ganz klar. Daran glaube ich fest bei unserer Community. Und dann ist eigentlich für mich der größte Lifehack: Fragt euren Fahrlehrer wirklich, welche Strecken fährt der Prüfer am liebsten. Das sind in der Regel so 2, 3. Und welche Fahraufgaben mag der Prüfer am liebsten? Denn das ist ja der größte Umfang in einer A1 oder auch einer A-Prüfung. Da geht es eigentlich primär um die Fahrübungen. Das andere ist eigentlich verbindende Fahrten zu diesen Übungen. Ganz wichtiger Punkt, die Fahraufgaben. Wenn du die im Schlaf kannst, dann ist das halb so wild. Also die Fahraufgaben kennen und den Fahrlehrer explizit danach fragen, welche Strecken fährt er am liebsten, welche Übungsflächen fährt er an. Und darauf kannst du dann auch schon die Fahraufgaben üben. Und dann ist das wirklich machbar. Also das schaffst du auf jeden Fall. Und wie gesagt, eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Unterstrich Regenwurm unterstrich. Kannst du mal eine gute Auswahl an Bluetooth-Headset für Motorradfahrer 2 bis 6 Personen machen?
Safe. Also, ich habe sowieso noch eine Rechnung offen, nämlich mit diesen Geräten, mit den ganz neuen Sena-Geräten, mit Harman Kardon Boxen. Wobei, für 2 bis 6 Personen brauchst du ja kein Mesh-System. Das ist, stellt sich vor, ein bisschen wie WLAN, sodass du mit fast unendlich oder bis zu unendlich, ist zumindest die Angabe vom Hersteller, Leuten sprechen kannst. 2 bis 6 Personen ist eben normales Bluetooth-Intercom. Da reicht auch ein Sena 20S Evo oder ein 30K, je nachdem eben, ob du ein richtiger Audio-Konnoisseur bist und wirklich das Beste an ja, Lautsprechertechnik, an Mikrofontechnik haben möchtest. Ist jetzt aber ein bisschen umfangreich für dieses Video, deswegen unbedingt mal abonnieren. Wir werden auf diese Geräte nochmal explizit eingehen und auch die Sena Helme werde ich nochmal vorstellen. Und dann fragt Ben 130621, was darf man am Motorrad ohne Eintragung ändern? Tatsächlich ziemlich viel. Stichwort ist halt die E-Nummer und dann kannst du Spiegel, Blinker etc. kannst du eine ganze Menge machen. Und dann fragt Leon, Leon.dr, wozu ist der verlängerte Teil bei einem Motocross-Helm? Jetzt ist noch die Frage, was ist der verlängerte Teil? Das Kinn oder der Schirm? Der Schirm ist dafür da, um einfach vor der Sonne zu schützen. Deswegen ist er auch so ein bisschen höhenverstellbar, außer man hat einen Fox V1. Aber grundsätzlich ist das so ein bisschen Sonnenschutz, wie bei einer Cappy oder so. Einen anderen Grund hat das nicht. Und das Kinn ist einfach verlängert, dass wenn du wirklich frontal irgendwo drauf knallst, damit dein Kinn nicht hier dran haut. Das ist alles. Und dann fragt jxst.erik, Just Erik wahrscheinlich, was ist eine günstige, aber gute A2 Supersportler? Da fällt mir zunächst einmal die Honda CBR 500R ein. Ist die eine Supersportler? Ja, schon. Eigentlich ist sie eine Supersportler. Für mich ist sie aber gerade interessant, weil es so ein eher gemütliches Motorrad ist. Schönes Ding. Schau dir die auf jeden Fall mal an. Und dann natürlich auch so Klassiker wie die Yamaha R3. Wobei, ist die so ein Klassiker? Denn ich glaube, in den Verkaufszahlen ist eine CBR 500R viel öfter vertreten als jetzt eine R3. Oder auch das Pendant von Kawasaki oder so. Aber CBR 500R. Inosuke.n fragt, kannst du mir Helme mit verspiegeltem Visier zeigen? Ja, kann ich. Da Hex 07 fragt, ab wie viel Kubikzentimetern braucht man Lederbekleidung? Ab 125 Kubik würde ich dir eine Lederkombi empfehlen, denn die Geschwindigkeiten, die ich mit einer 125er erreiche, also mindestens mal 100 km/h, die laufen die eigentlich alle, bis hin zu 130 km/h irgendwo. In diesem Bereich können Lederkombis auch ihre maximale Schutzwirkung ausspielen und sind wirklich richtig sicher. Auch bei 300 km/h würde ich natürlich lieber mit Lederkombi absteigen als ohne, aber eben in diesem Bereich bis, ich sag mal, 120 km/h ist eben eine Lederkombi sehr wichtig. Die erreiche ich auch mit einer 125er und dementsprechend ab 125 Kubik Lederkombi. Wo ist mein Auto? Fragt. Stell mal ein paar Kleidungsmarken vor, die große Größen für schwere Jungs haben. Und da ist prädestiniert eigentlich Behring. Behring haben wir damals mal mit ins Sortiment aufgenommen, weil die eben gerade in den großen Größen sehr gut aufgestellt sind. Mittlerweile haben wir alles von denen, weil die einfach gute Sachen machen. Aber ursprünglich haben wir sie für uns aufgenommen, weil die dort eben sehr gut unterwegs sind. Verlinke ich euch ebenfalls unten mal, genauso wie die Marke Segura, die letztendlich genauso unterwegs ist. Es ist jetzt nicht das super krass Sportliche, also findet ihr keine komplett rote Lederkombi oder so, sondern schon eher so ein bisschen in die Casual-Richtung. Aber sehr coole Sachen auf jeden Fall, wo man mal reinschauen kann, wenn man eben damit zu kämpfen hat, dass man sehr groß ist oder auch bisschen breiter. Und dann fragt Colin Chesai, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, was, wenn man mit einem Helm ohne ECE-Prüfung angehalten wird? In Österreich wäre das nicht so gut. In Deutschland ist das erstmal wahrscheinlich nicht so tragisch, denn der Polizist muss dann feststellen, ob das dem Grunde nach ein Motorradhelm ist, der die Schutzwirkung erfüllt. Also wäre das nicht gleich ein Ausschlusskriterium, wenn du zum Beispiel so einen China-Helm hast, der zum Beispiel in unserem Fall eine DOT-Homologation hat, aber eben nicht ECE geprüft ist. Man begibt sich halt damit so ein bisschen aufs dünne Eis und vor allen Dingen auch in die Hand des Polizisten. Hast du den vorher schon ein bisschen geärgert oder will der was finden, um dir was anzukreiden, dann ist das natürlich der erste Punkt, dass er sagt, ne, geht nicht, Strafe, was auch immer. Deswegen würde ich da auf jeden Fall von absehen, zumal durch diese ECE-Prüfung weißt du auf jeden Fall, dass dieser Helm schon mal die wesentliche Sicherheit erfüllt. Deswegen kann ich dir da nur von abraten, aber grundsätzlich, zumindest theoretisch, dürfte dann erstmal nichts passieren. Jonas Mailswitch fragt, was hältst du vom Fox V1 von 2021? Einfach auch der Hauptdarsteller in unserem Video. Das hier müsste auch ein 2021er Dekor sein. Gerade bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Fox grundsätzlich natürlich nicht nur eine gute Marke im Hinblick auf die Sicherheit, wie zum Beispiel hier mit MIPS-Schale, die eben dafür da ist, wenn wir einen rotierenden Aufprall haben, um da nochmal zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Aber auch ja optisch genial,
Prestige, Bekanntheitsgrad haben wir auch bei dem Helm. Gibt aber auch sehr gute Alternativen, wie eben den gerade schon gezeigten Shot Furious Raw. Wenn du sehen möchtest, was die besten Motocross-Helme sind, schau dir gerne dieses Video an und hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und wenn du jetzt einen Daumen hoch da lässt, dann bin ich super glücklich und dir wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.